So, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Pflanzenführung. Wir sind in Kalenderwoche 33. Das ist irgendwo, glaube ich, ich glaube 7., 8. August bis 15. August. Aber 33. Kalenderwoche 2020, wer das genau wissen will, das findet man eh im Internet raus. Wir beginnen mit der Aussage, dass im August schon langsam bei den Pflanzen sozusagen ein Sommerloch gibt. Das meiste blüht schon, vieles ist in Fruchtreife, aber das meiste ist noch nicht reif. Zeitgleich gibt es noch ein paar Kollegen, die was jetzt erst zum Blühen anfangen. Die Wasserminze, die was wir da sehen, gehört zu jenen Pflanzen in meiner Wahrnehmung, die was an der späteren sind, die was blühen. Wir werden dann auch noch die Goldruten sehen. Auch die sind praktisch jene, die was praktisch das Ende von Blühsaison einläuten, wobei es dann nur wen gibt, der was nur später ist. Das sind eben diese Kurztagspflanzen, nennen sie das Ganze. Die sind darauf angewiesen, dass die Tage schon wieder kürzer werden. Erst dann fangen sie zum Blühen an. Und der Topinambur, der was bei mir immer wieder auch zum verwildert mittlerweile zum Finden ist, ist jener, der was in meiner Wahrnehmung das Letzte ist, was überhaupt in dem Jahr zum Blühen anfangen wird. Aber kurz zur Wasserminze. Ihr werdet, also es wird auch Bachminze genannt, Name ist Programm. Ihr findet die voll oft am Wasser oder zum Teil wächst es auch direkt im Wasser. Und es kann einfach sein, dass wirklich Großbestände zum Finden sind, weil wie alle Minzen gibt es eine vegetative Ausbreitung über Wurzelausläufer. Das kann in dem Fall auch unter Wasser eben passieren. Und da sehen wir voll schön, mehrere Ausläufer werden gebildet und diese Ausläufer können sie wieder bewurzeln und an diesen bewurzelten Stellen können auch wieder neue Pflanzenteile aufsteigen. Also das kann zu einem ziemlich beachtlichen Bestandsbildung führen von der Wasserminze. Das, was sie sich mit allen wild wachsenden Minzen teilt, ist das Problem, nein, nicht Problem, aber es gibt zwei Geruchsfraktionen von uns Menschen. Die einen sagen, ja, das riecht gut nach Minze, die anderen sagen, nein, das riecht irgendwie komisch nach Petroleum. Das müsst ihr rausfinden, wer ihr seid, ob ihr das als Wohlduft wahrnehmt oder nicht so. Und wenn es euch als Wohlduft rumkommt, dann könnt ihr es natürlich genauso benutzen wie alle anderen Minzen. Also frischen Tee machen, also so mitnehmen, daheim überbrühen, Honig rein, super lecker. Beziehungsweise ihr könnt es auch trocknen und als puren Tee beziehungsweise für die Jahresteemischung nehmen. Ja, okay, also mit dem beginnen wir unsere Runde. Wasserminze, siehst, weil es da gerade Schnee siehst, den habe ich euch auch noch gar nicht gesagt. Das ist jetzt nicht gezwungenermaßen, dass der direkt irgendwie am Wasser wachsen muss, aber er heißt so der Wasserdost oder Wasserdost, Dost, ne, Dost, ja. Er wird auch Wasserhanf genannt. Alle, die was jetzt Papier und Pfeife schon auspacken, ihr könnt es wieder einpacken. Ihr hasst nur Wasserhanf, es ist nichts zum Rauchen. Zu dem Namen Wasserhanf kommt es. Wenn ihr euch die Blatterscheinung anschaut, dann erinnert das ein bisschen an den Hanf. Das kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, weil eben die Blattanzahl vom Wasserhanf, da sind sie jetzt nur 3, aber das kann bis zu 7 auch gehen und dann schaut das natürlich so richtig wie ein Hanfblatt aus. Er ist sehr bitter und es ist keine klassische Speisepflanze, erstens weil er so bitter ist und zweitens weil er eigentlich als leicht giftig beschrieben ist. Das leicht giftige hat er durch diese Pyrrolizidin-Alkaloide. Was aber wirklich erst bei größeren Mengen über längeren Zeitraum schlagend werden würden. Nur, wenn ihr das Ganze kostet, ihr werdet draufkommen, ihr werdet nicht traurig sein, dass ihr nicht groß in Verwendung habt in der Küche. Aber es ist ein super Bittertraining, es ist wirklich sehr bitter. Und wenn sich diese Gesamtblütenstände genauer anschaut, dann werdet ihr sehen, dass das könnt ihr wieder zerlegen. Also der große Blütenstand, was so mächtig ausschaut, lässt sich wieder zerlegen in solche kleineren Blütenstände. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, und da brauche ich jetzt das Zoom, wird es drauf kommen, dass jedes einzelne dieser ich brocke uns da mal was,
dieser Blütenstände, wo da diese weißen Fäden rausschauen, was der Damenteil ist, was so ein typisches Blühbild ergibt, dass jedes einzelne dieser Teile wieder aus mehreren ganz kleinen Röhrenblüten zusammengesetzt ist. Also das ist wirklich eine filigrane Arbeit, was da gemacht worden ist. Also in jeder dieser Kelche sitzen wieder 5, 6 solche kleinen Röhrenblüten. Ein fantastischer Aufbau. Gut. Passt. Ich werde uns jetzt wieder weg vom Wasser bewegen. Ich möchte ganz gern die Goldruten herzeigen, weil bei uns die gewöhnliche, die was bei uns heimisch war, finde ich selten, aber die Riesengoldrute und die kanadische Goldrute hat man ganz häufig und die zwei werden wir unterscheiden lernen. Auf dem Weg zur Goldrute noch mal kurz erwähnt, weil es ein eigenes Video gegeben hat vom Ragweed oder eigentlich beifußblättriges Traubenkraut. Das ist eben eine sehr problematische Geschichte für Allergiker bzw. auch für Feldbesitzer, weil sie sich auch so stark vermehren kann. Und das schauen wir uns nur mal ganz kurz an, weil da steht es jetzt schon voll in Blüte. Da ist ein Sojafeld. Soja wird relativ spät geerntet. Da hat es dann echt Zeit, dass sie sich vermehrt. Der Bauer wird über kurz oder lang ein richtiges Problem mit dem Feld haben, weil die Samen, was gebildet werden, sind extrem langlebig. Aber geht es hauptsächlich darum, dass so viel Pollen gebildet werden. Es kann 1 Milliarde Pollen pro Pflanzen gebildet werden und schon wenige Pollen pro Kubikmeter Luft können für Allergiker beziehungsweise zum Teil sogar für Nicht-Allergiker problematisch werden. Das Ganze ist ahäusig getrenkgeschlechtliche Pflanzen, das heißt, das Problematische sind jetzt natürlich da die Männer, also ihr seht, wie viele Teilblütenstände das sind und was da an Pollen dann natürlich rauskommen muss. Die Damen, die sitzen da immer in diesen Blattachseln, die sind extrem unscheinbar, seht da dieses Fädige, also das sind Damen. Ja. Und obwohl die Damen so unterrepräsentiert sind von der Anzahl, können trotzdem pro Pflanzen mehrere tausend Samen gebildet werden. Sind stattliche Pflanzen da. Das Ganze ist, mit dem falschen Knopf drinnen, ist dennoch nur einjährige Pflanzen. Das heißt, aus einem kleinen, angerissen steht rausgegangen, aus einem kleinen Samen entstehen all diese zum Teil wirklich 2 Meter großen Pflanzen. Wobei bei uns wird es oft gar nicht so groß. Reicht, das seht ihr da hinten blüht, das ist ein 1-metriger Stauden und das Ganze blüht da schon fleißig dahin. Ja, da gibt es eben die Empfehlung eigentlich der Vernichtung. In manchen Ländern gibt es sogar eine Meldepflicht und dann kommt auch wer und sammelt das ein und das wird weggebracht. Wenn ihr sowas im Garten habt, ich sage ja selten was über Pflanzen weg da, aber ich denke, da ist es wahrscheinlich sogar schlau, wenn wir gleich eingreifen, weil irgendwann müssen wir dann, wenn wir sagen, nein, ich mag keine Pflanzen ausreißen, wird es möglicherweise das Problem haben, dass irgendwann ganz viele Pflanzen vernichten, mehr als weil sie überhand nehmen. Gut, passt. Ich gehe weiter, ich suche uns eben die Goldruten zusammen und ihr dürft sitzen bleiben. So schaut's, liebe Leute, das mit den Goldruten, also die werdet ihr nicht suchen müssen. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen einen Weg zurückgelegt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte beide miteinander, nebeneinander eventuell finden und herzeigen können. Und in meiner Wahrnehmung war es bei mir in den letzten Jahren so, dass die kanadische Goldrute die meiste war und die Riesengoldrute habe ich schon immer wieder mal gefunden. Aber es scheint, dass nach und nach auch die Riesengoldrute mehr wird und zum Teil miteinander in einem Bestand kanadische und Riesengoldrute miteinander wächst. Aber ich werde euch das zeigen vom Aussehen. Gehen wir mal da ein bisschen durch. Und gleich dazu gesagt, ich sage gleich die wichtigsten Merkmale. Mein Augenlicht ist nur so gut, dass es tatsächlich gelingt, von der Weide schon zu bestimmen. Allein wenn ich den Stiel sehe, ist eine kanadische oder eine Riesengoldrute, weil das ist vielleicht das tollste Bestimmungsmerkmal und selbst wenn man das Augenlicht verloren hätte, man kann es ertasten. Die kanadische Goldrute hat einen filzigen Stiel. Das Ganze auch unten, also das zieht sich durch, dass das so filzig behaart ist. Ich gehe uns jetzt da einfach mal ein Stück rein. Ich werde uns da, schaut, ich brauche nämlich dann was in Blüte.
ich habe mal genau diese kanadische Goldroute erwählt, dass ich uns jetzt mitnehme. Auch da sehen wir schon wieder von der Weide, das Ganze ist filzig behaart. Ich schnappe uns da mal eine. Das wird es uns auch verzeihen. Tut da dabei das Zoom raus. Bei meiner Kameraführung wird dann eh ohne Zoom auch schon schlecht. Das Ganze wird es uns verzeihen, weil die Goldruten, sie erstens, ihr seht, wie viele Blüten das da gebildet werden. Das können wir sie da anschauen. Wie viele Blüten das da gebildet werden. Also es ist wirklich eine extreme Verbreitungsmöglichkeit allein über die massigen Samen, was gebildet werden. Aber eben nicht nur das, sie hat auch wirklich eine rege vegetative Vermehrung. Das heißt, unter der Erde kriechen Rhizome dahin. Also ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Die lebt viele Jahre und in jedem dieser Lebensjahre steigt es wieder neu auf, bildet Blüte und Frucht. Und unterirdisch verzweigt sie sich und bildet in diesen Verzweigungen auch immer wieder neue Pflanzenteile. Also generative Vermehrung über massig Samen und vegetative Vermehrung über massig Ausläufer. Von der Blatterscheinung, ihr seht, das schraubt sich aus, das sind so schlank lanzettliche Blätter, die was sie wechselständig nach oben immer weiter raufschrauben. Seht, da schaut es fast ein bisschen aus wie gegenständig, wo war das jetzt? Weil das kommt natürlich vor, da, wenn man nicht genau schaut, würde man da sagen können, das ist gegenständig. Wenn man auch wieder ein Stück weiter schaut, dann sieht man, dass das wechselständig sie so nach oben schraubt. Und die kanadische Goldrute hat eben einen ziemlich ähnlichen Kollegen. Und ich muss da jetzt ein bisschen gucken, ich möchte dann ein Exemplar finden, wo wir auch schon Blüte haben, weil auch die Blüte bildet ein Unterscheidungsmerkmal. Also ihr seht, es gibt massig davon. Ich muss jetzt nur die richtige andere finden. Im Vorbeigehen wird mir das trotzdem gelingen, behaupte ich jetzt einmal. Müsst ihr schauen. Nein, da ist es nicht rutschig. Da, schaut's, von der Weiden. Die Spinnerin hat mir es verraten. Nein, aber schaut's, da muss ich jetzt das Zoom wieder kurz rein tun. Schaut, da ist der Stiel, das ist vielleicht so ein bisschen bestaubt oder so, aber das kann man wegwischen. Das ist komplett glatt, also das ist rutschig, das kennt ihr. Also braucht man nichts mit Augen, kann man erfühlen, komplett glatt. Wo habe ich es hingelegt jetzt, die andere? Nebeneinander halten, für Vergleiche ist nebeneinander halten ja immer eine gute Idee, oder? So, seht ihr, da sind jetzt die zwei nebeneinander. Links kanadische, rechts Riesengoldrute. Und jetzt da die Blatterscheinung von der Riesengoldrute, ich schnapp mir die eine da, ist auch wieder, ihr seht, das schraubt sich so nach vorn, also nach oben, ist wechselständig versetzt. Die Blattbestimmung kann man ziemlich vergessen, weil beide können mehr oder weniger solche Zacken auf die Ränder haben, müssen sie aber nicht haben. Also mit dem, das kann man eigentlich lassen. Aber wenn man sich jetzt die Blüten anschaut, da brauchen wir wieder das Zoom. Das ist jetzt die Riesengoldrute. Nebeneinander halten, habe ich gesagt. Mit einer Hand. Riesengoldrute-Blüten und da kanadische Goldrutenblüten. Nochmal. Riesengoldrutenblüten und kanadische Goldrutenblüten. Die sind um einiges kleiner, diese kanadischen Goldrutenblüten. Riesengoldrutenblüten. Blüte, vielleicht kommt man da sagen, dass der Name passt, weil die Blüten im Vergleich zur kanadischen groß sind. Aber sonst hat die Riesengoldrute, die was auch die spätblühende Goldrute genannt wird, ziemlich ein Namensproblem. Weil erstens wird es in der Regel sogar kleiner wie die kanadische Goldrute, also sie können beide über 2 Meter werden. Aber in der Regel bleibt die Riesengoldrute kleiner wie die kanadische Goldrute. Und sie wird eben auch spätblühende Goldrute genannt. Und auch da stimmt es nicht, weil in der Regel blüht die Riesengoldrute, zumindest bei uns, vor der kanadischen Goldrute. Also da war das praktisch mit unseren Trivialnamen ein Griff ins Klo. Aber die Bestimmung haben wir somit abgeschlossen. Also ihr seht es da, man sieht es sogar ohne Zoom. Da sieht man eben das filzig behaarte und links das glatte. Und da sieht man wirklich auch so größere Blüten, wesentlich kleinere Blüten.
Die Blüten selbst sind einswendig, also wenn man da schaut, unten gibt es keine Blüten, die was noch zu uns jetzt herzeigen, aber auf der Oberseite zeigen alle in die gleiche Richtung und das ist auch wieder bei beiden gleich. Ja, voll die super Sache. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt gibt es noch einen zweiten, was einen beobachtbaren Unterschied. Ich meine, auch da gibt es natürlich wieder Vermischungen. Nämlich bei der Riesengoldrute wird es ganz oft Bienen und auch Hummeln sehen, die was Nektar checken und Pollen checken. Aber auch da kommen Fliegen und Schwebfliegen vorbei. Aber bei der kanadischen Goldrute sind viel seltener Bienen zum Sehen oder Hummeln, sondern da ist hauptsächlich, dass irgendwelche Schwebfliegen und Käfer unterwegs sind. Also das ist ein beobachtbarer Unterschied. Und jetzt noch, nachdem es, schaut, ein Schneckenrennen. Da ist jetzt auf den Obern, ich glaube, der wird nicht mehr überholt. Genau, dann kommen wir noch zur Essbarkeit. Es ist sehr würzig, das Ganze. Aber ja, wir könnten es da ungiftig benutzen, aber eben nur als Würzkraut. Und in der Medizin, also in der Volksmedizin, muss man korrekterweise sagen, wird bei uns eigentlich die gewöhnliche Goldrute seit jeher genutzt, aber auch die Riesengoldrute, wie die kanadische Goldrute. Beide haben dieselbe Wirkung, nämlich dass stark harntreibend sind. Also bei Nierengries, bei Nierensteinen, bei Blasenentzündung, überall wo man viel Lulu soll, wäre so ein Tee hilfreich, dass man viel Lulu muss. Nur kurz erzählt, weil es eine Beobachtung war von mir, da sehen wir jetzt wieder die Riesengoldrute, rutschig. Ich habe das probiert mit dem Trocknen. Es ist mir nicht geglückt, dass ich irgendwie das so pflücke, den Blütenstand jetzt, dass er nicht im Trocknen dann in die Frucht umgeschlagen ist. Das heißt, es war immer, ich habe es zwar dann schön mit Hand getragen und gleich in einen Trockenraum gehängt, aber die Blüten sind dann nicht getrocknet, sondern haben sie zu diesen Schirmfliegerchen verwandelt. Also eigentlich, ich habe es nicht geschafft, dass ich mir da raus am Vorrat trockne. Blätter kein Problem, aber Blüten habe ich nicht geschafft. Also wenn man den Tee aus den Blüten machen möchte, dann ist es wahrscheinlich frisch am Gescheitern. Okay, ja passt, super Sache. Goldruten somit auf ewig gut erklärt, unterscheidbar. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, wenn uns noch was reinhupft, zeige ich es euch und sonst seid ihr entlassen. Aber irgendwas wird schon noch reinhupfen. Schaut, wenn wir schon bei invasiven Neophyten sind, dann nochmal das drüsige Springkraut, auch indisches Springkraut nochmal erwähnt und herzagt, auch das kann wirklich Riesenflächen vereinnahmen. Da ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit Riesenflächen. Ich gehe mit euch nämlich gerade zu einem anderen indischen Invasoren, nämlich zur Kermesbeere. Aber ich habe mir gedacht, da kann ich euch zumindest sagen, dass solche Invasoren zum Teil dann auch lecker sein können. Und beim indischen Springkraut, also beim drüsentragenden Springkraut, sind einfach die Samen wirklich gut essbar, problemlos essbar, reif wie unreif essbar, kann man auch rösten. Und wenn man zwei Hände zur Verfügung hat, auch wirklich meditative Erntearbeit, weil man sich es einfach immer wieder in seine Handschüssel reinplatzen lassen kann. Und so kommt man eigentlich relativ schnell zu einem Haufen Samen. Also ich finde, das mache ich wirklich bei jedem Spaziergang, dass ich mir ein paar so eine Handvoll Samen in meine Handschüssel packe und dann einfach da die Samen in den Mund reinschieße und habe mir Freude dabei und habe was zum Kauen gehabt. Okay. Drüsige Springkraut, Bestimmung, da nicht mehr schwierig, das kennt man eh. Aber das ist praktisch eine Nascherei, die was man jetzt genießen kann. Gut, ihr könnt sitzen bleiben und ich kurbel uns zur indischen Kermesbeere. So, schaut's mal, liebe Leute, da stehe ich schon mal vor einer Kermesbeere. Das ist die indische Kermesbeere, beziehungsweise wird es auch asiatische Kermesbeere oder essbare Kermesbeere genannt. Und da muss man aber ein bisschen aufpassen, das Essbare, das muss man in ein starkes Fragezeichen setzen. Der korrektere Name wäre die am wenigen giftigere möglicherweise. Und ich möchte da anfangen, weil da hat das Leben der Kermesbeere auf diesen kleinen Hügel, ich müsste zurücktreten und aufpassen, da habe ich sie das erste Mal entdeckt, in dem Eck, und dann wandert die Kermesbeere, und das macht sie eben zu einem invasiven Neophyten,
bei uns ist es nur in Beobachtung. Also bei uns gibt es noch keine große Notwendigkeit von einer Bekämpfung, aber es wird schon Sorge gemacht sozusagen, also sie steht unter Beobachtung. In der Schweiz ist es wieder so, dass die Kermisbeere auch bekämpft wird. Die sind da überhaupt ein bisschen rigoroser bei solchen Sachen. Kermisbeeren gibt es viele. Ich habe da jetzt immer nur die indische stehen. Was auch die amerikanische ist, eben auch eine von denen, die was zum Problem wird und unter Beobachtung steht. Moment, halte ich mal das. Da möchte ich gleich mal dazu erzählen, noch die amerikanische, und da ist wieder Internet, dieser Hund mit Fotos, ganz viele Fotos von der amerikanischen, die was zumindest als amerikanische Kermisbeere beschriftet sind, zeigen eigentlich die indische. Kann man eigentlich viel leichter erkennen, die indische, wenn ihr euch diese Einzelfrüchte anschaut, da sieht man, das sind lauter mehr, also das ist praktisch eine Sammelfrucht, wo man sieht, dass mehrere Einzelfrüchte zusammensitzen auf einem so einen Fruchtstand, das kann man praktisch zlegen. Also ihr seht, also das ist ein bisschen wie bei Brombeeren oder bei Himbeeren. Bei der amerikanischen ist, wenn es ganz grün sind, nur die Früchte, eventuell ein bisschen so eine Kerbung zu vermuten. Aber wenn es reifen, schauen es eher aus wie Aronia-Beeren, also eine runde Frucht, also nicht solche Teilfrüchte, sondern schaut dann fast, nicht wie eine Kirsche, sondern ja wie Aronia-Beeren oder Zwergmispeln. Also man sieht dann praktisch so einen Ansatz vom Kelch. Aber ja, das nur dazu gesagt. In echt ist Wurst unter Anführungszeichen, aber wenn diese indische Kermisbeere eben essbare Kermisbeere heißt, sind beide giftig, die amerikanische, aber wesentlich giftiger. Und wenn man vergiftig spricht, muss man eben wieder dazu sagen, ja, giftig, aber natürlich gibt es verschiedene Pflanzenteile, die was verschieden stark giftig sind. Man müsste einmal anfangen und sagen, die Wurzel ist das Problematischste, am giftigsten. Dann kommen die Blätter, dann kommen unreife Früchte und am Schluss kommen erst die reifen Früchte. Und bei denen ist es wieder so, dass eigentlich nicht das Fruchtfleisch oder der Fruchtsaft hochproblematisch ist, sondern die enthaltenen Kerne. Das Blöde ist, dass das Ganze nicht einmal grausig schmeckt, unter Anführungszeichen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann schreit, ist das lecker, aber es ist eben nicht abstoßend. Darum muss man vielleicht aufpassen, wenn man sowas in seinen Garten holt, dass man seine Kinder dann gut informiert und sagt, hey, dürfen wir echt nicht essen, auch wenn es nicht arg grausig ist. In Herkunftsland, also Indien, gibt es zum Teil tatsächlich eine Essverwendung für die Blätter. Wobei, da muss man wieder sagen, das ist relativ aufwendig. Das wird mehrmals gekocht und dann wieder weggeleert und wieder gekocht und wieder weggeleert. Also das kann man ruhig sagen, das fällt aus. Es gibt auch eine Verwendung als Rauschpflanze. Da ein bisschen ähnlich wie Tollkirsche, was gleich einmal dazu sagt, kann man eigentlich auch lassen, weil es wahrscheinlich viel zu gefährlich ist, dass man sich mit dem spült. Aber es sei erwähnt, dass auch da ein kultureller Einsatz gibt als Tollkirschenersatz. Aber ich habe schon bei den Tollkirschen gesagt, das kann man ruhig lassen. Wieso ich da umgegangen bin, ist, dass man sieht, das kann auch viel größer sein wie dieses Ursprungspflanzerl, das was wir da drüben gesehen haben. Die da sind jetzt 1,20 Meter, 1,30 Meter, also das sind echt schon stattliche Pflanzen. Und da sieht man auch, wie stattlich diese Fruchtstände sich entwickeln können. Ist eine ausdauernd krautige Pflanze, das heißt, es gibt, das ist, ich hab, weiß ich nicht, ob ich ein Foto habe, wenn ich ein Foto habe, hänge ich es hinten an. Es ist ein rübenförmiges Wurzel, also da wird Energie gespeichert, um dann im neuen Jahr wieder austreiben zu können. Und wenn es wo ein bisschen bleiben darf, dann können eben auch solche stattlichen Pflanzen rauskommen. Das Ganze färbt relativ stark, also zum Teil ist das Färberpflanzen auch genutzt und diese Giftigkeit wird tatsächlich auch eingesetzt bei oder gegen Schnecken. Und da zweierlei, nämlich einmal, wenn Schnecken das fressen, das fressen sie gerne, aber es tut ihnen nicht gut. Also wenn das wo steht und sie fressen, verenden sie auch dran, beziehungsweise ein Absud aus Wurzeln und Samen wird dann hoher Saponin, also Seifenstoffgehalt,
aufgesprüht auf die armen Schnecken und diese Seife zerstört eine Schleimschicht. Also das ist kein Tipp von mir, schützt die Schnecken. Aber ich verstehe, wenn wer einen Garten hat, dann muss er seinen Garten auch vor Schnecken schützen. Darum so jetzt erzählt. Und weil ich es da gerade Viererlochen sehe, schaut mal, was da grün umeinander hängt. Da, schön grün. Da sind die Blüten dazu, die sind so violettlich. Da ist eine schöne, seht ihr das? Da werden wir jetzt, wenn wir da genau schauen, und ich habe einen Klick, werden wir dann irgendwo, schauen wir mal, wie ich da zugekommen, seht ihr, das ist ja alles voll verbrennesselt und so. Vielleicht sehen wir da schon, ja, schaut, da ist das Ganze dann schon, ich muss die Kamera wieder richtig halten, ich schnapp mir da eins, da ist schon wieder reif. Auch das werdet ihr öfter sehen, das ist der bittersüße Nachtschatten, ist gut erkennbar eben an diese violetten Blüten, weil, vielleicht habe ich da das Glück, weil Ruderal ist eher Ruderalpflanzen, dass wir da auch wo einen schwarzen Nachtschatten zufällig haben. Schauen wir mal, ob da irgendwo was Viererlocht, was schwarzen Nachtschatten ist. Ja, da, schaut's. Das ist der schwarze Nachtschatten, der blüht weiß. Der kriegt dann so schwarze Beeren, also schwarze Früchte. Beim bittersüßen Nachtschatten reift das Ganze ins Rot. Das kann also erst gelb, dann grün und rot sein, alles auf einen Fruchtstand und dann rot. Beim schwarzen Nachtschatten ist so, dass dann diese Früchte, da habe ich leider auch noch nichts Reifes, da sind sie noch grün, eben dann schwarz sind. Der große Unterschied ist, der bittersüße Nachtschatten ist ausdauernd, also der lebt viele Jahre, verschwindet zwar das Grün im Winter, aber er treibt dann wieder aus dem Wurzelsystem aus und wächst wieder weiter. Der schwarze Nachtschatten ist einjährig, also wächst aus einem Samen, macht Blüte, Frucht und das war's dann. Und sie sind giftig unter Anführungszeichen, nicht unter Anführungszeichen, die reifen Früchte sind bei beiden minder giftig, wobei der bittersüße Nachtschatten, der was am problematischsten ist. Der schwarze Nachtschatten, wenn die Früchte ganz reif sind, wird auch zum Teil als Wonderberry bezeichnet, wobei, da muss man wieder genau hinschauen, da gibt's wieder innerhalb der Gattung Unterarten, die was verschieden starke Gifteinlagerungen haben, aber komplett reif, wie gesagt, habe ich leider da jetzt noch nicht. Komplett reif ist der schwarze Nachtschatten kein Problem und wird zum Teil auch für Marmeladen und sowas genutzt. Aber auch das werdet ihr immer wieder finden. Ja, nachdem das ist, lasse ich gut sein. Aber ja, das war jetzt ja praktisch nur ein Beiwerk. Ja. Gut, Kermesbeere, die wollte ich einfach hergezeigt haben, weil ich es voll fesch finde. Ich würde es trotzdem nicht ansetzen, wenn ich schon weiß, dass Leute versuchen zum Bekämpfen oder Angst haben, dass es überhand nimmt, kann man ja darauf verzichten. Passt, wir sehen Sie bei einer weiteren Tour, so Gott will, und ich wünsche euch viel Freude an in der Natur. Und ihr dürft es schon kosten, wenn ihr erwachsen seid, ihr werdet eh merken, dass es kein großer Verlust ist. Für dich.